Ja. Das war sicher nicht so gut. Wieder durch das Jo gehen. Oh, hi. Irgendwie so stark seid ihr nicht. Ich muss nur aufpassen, dass die Frontmänner nicht draufgehen. Ja. Vor allem er hat doch ganz schön was abgekriegt. Au. Und wieder draußen. Müssen wir wieder hier durch das Jo. Ja, irgendwann, wenn ich die Folge hier schneide und rendere, haue ich mir halt den Kopf, was ich mir nur dabei gedacht habe. So wie ich jetzt zum Beispiel es gerade geschafft habe, in meine eigene Fähigkeit reinzurennen. Oh. Zeug und mit viel Gauntlets. Gauntlets. Edderwalker, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Evasion, Energy. Deflect Missile kennen wir schon. Noch geht's mit dem Überladen sein. Die Metrie-Dinger sind auf jeden Fall besser als die. Ja, den kannst du mal ablegen. Amethyst. So, Sack. Mit Essen und so Zeugs. Ja, das ist Mage Equipment, also. Naja, komm, was wir gerade nicht brauchen, können wir hier in der Kiste lassen. Wie zum Beispiel das Ding hier. Conjurer's Gloves braucht sie nicht unbedingt. Du legst den an. Das Ding ist halt schön, weil es auch eine Reached Weapon ist und eine Battle Mage Waffe. Wiegt halt entsprechend was. Also müsste ich bei ihr mal gucken, da sehe ich. Fire Magic um 1 steigere, weil das die Stärke erhöht.
Ja. Von den Kugeln lasse ich die volle auch mal hier. Und ich lasse mal das Schädelzeug hier. Und da sie Stuff Defense noch nicht 50 hat, lasse ich das auch mal hier. Den Zauber kennen wir ja bereits. Das Ding brauchen wir. Ja, das kann raus. Set Portal und Return Portal können auch raus. Die kennen wir beide schon. Transmutation, Crystal Skull, Greater Energy Potion. Crystallization. Transmutation, also lassen wir den Sack auch mal hier. Ups. Die Wurfwaffe lassen wir hier. Die Waffe gehört eigentlich hier zu dir rüber. Oh, der Lightning Arrow, den müssen wir auch mal irgendwie verschleudern. Das kann hier bleiben. Ja gut, das sieht so aus, als ob das alles ist. Transmutation. Ich transmutiere mal so ein Ding. Wenn ich sie schon finde, dann muss ich sie wahrscheinlich auch transmutieren. Weil mindestens einen Mindstone brauchen wir. So. Noch? Adder War, two relics grant the wearer extra time in the Adderlands. Gut. Das heißt, ich gucke mich erstmal hier unten fertig um. Die Contamination Area müssen wir auch noch machen. Dann fehlt noch das Rätsel hier und hier oben halt. Sind wir auch noch nicht ganz fertig in der Bibliothek. Aber ich will mich erstmal, jetzt wo ich die beiden Gems habe, hier unten fertig umschauen. So. Hier drüben nämlich. Hatte ich ja. Genau. Ernsthaft? Das war jetzt Verschwendung. Gut. Also wieder ins Jo rein. Ja, wie auch immer. Da ist das Jo. So, da haben wir noch nicht aufgekriegt. Tome of Life. Kriegt auf jeden Fall unser Luftmagier, der sich das gerade regelrecht verdient hat. Squall Burst. Kennen wir bereits. Und ja, ich gehe jetzt mal alle Dinger ab. Jetzt, wo mir hoffentlich etwas mehr Zeit in den Adderlands bleibt.
Denn wer weiß, ob hier noch nicht auch irgendwo Bücher versteckt sind. Wie das eine, was ich jetzt zum Beispiel gerade gefunden hatte. So, die Knubbel in der Mitte habe ich kontrolliert. Jetzt mal gucken, ob ich... meine Zeit wieder erneuern kann. Nein, kann ich nicht, weil ich nicht zurück darf. Wie fies. Checkpoint cleared. Hä? Okay. Ach so, ja. Kann ich dich löschen? Nein. Kann ich dich extinguishen? Ja, auch wenn ich nicht weiß, ob das was bringt. Ja, das hat auf jeden Fall nichts gebracht, denke ich mal. Hier wäre halt noch ein Weg weiter. Wenn das nicht gerade ein Einwegweg ist. Und hier habe ich immer noch den Weg hier. Keine geheimen Knöpfe, soweit ich sehe. Keine bös versteckten Bücher fallen. Da hinten funkelt auf jeden Fall etwas. So, holen wir uns wieder extra Zeit. Nö, also noch ein Buch sehe ich hier jetzt leider nicht. Okay. Und das hier macht wahrscheinlich da hinten nur die Bibliothek wieder zu. Nein. Aber ich habe gerade gemerkt, dass uns das Licht etwas dunkel geworden ist. Es macht aber den Teleporter aus. Moment, wenn es den Teleporter ausmacht. Nö. Gut. Zeit nachladen, mal kurz überlegen. Ja, scheinen wir bald fertig zu sein. Das war die Secret Area, wo ich mich noch nicht weiter umgucken wollte. Weil ich auch vergessen hatte, was da noch war. Das war der Bereich, wo ich das Schwert gefunden hatte durch Zufall. Gucken wir mal, dass wir wieder dahin kommen. Also nochmal nachladen. So, das heißt, ich muss wieder ins Yo reinhüpfen. Dann da drüben ins A reinhüpfen. Ja.
Okay, resetten lässt sich das Ganze wohl nicht. Das heißt, ich komme nicht einfach so ins... Dings rein, außer ich mach's von der anderen Seite. Ja, das kriege ich hin. Wenn nicht, hätte ich jetzt genug Zeit, in der Decontamination Area rumzuspielen. Ach, Mist.